Hallo Lena, schöne Grüße zu dir nach Heilbronn. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen und über das Thema Fitness und Selbstliebe sprechen. Ja, hallo Kerstin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten kennengelernt auf einer, ja, Workation, würde ich sagen, für selbstständige Unternehmer in Kroatien und haben dort eigentlich gleich festgestellt, dass uns das Thema Selbstliebe, für das du ja auch Expertin bist, irgendwie verbindet. Also ich mag das ja auch sehr gerne. Hab dazu auch schon mal einen Podcast aufgenommen mit der Marlina Korbach, den ich euch unten verlinke. Geht ein bisschen in eine andere Richtung, als was wir heute sprechen, denke ich. Aber ich finde das Thema Selbstliebe sehr, sehr spannend. Und als ich mich jetzt auf unser Interview, Lena, vorbereitet habe, habe ich ein bisschen gegoogelt und habe da einen sehr interessanten Blogartikel gefunden. Und zwar war da so die, ich sage jetzt mal in Fragezeichen, die These gestanden. Also entweder machst du so viel Sport, dass du so fit bist und so toll ausschaust, oder wenn du all das nicht schaffst, also keinen Sport machst oder halt einfach nicht so toll ausschaust, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als dich selbst zu lieben. Das stelle ich jetzt mal in den Raum. Wie siehst du das denn? Also ich sehe das eigentlich genau andersrum. Also wenn ich mich selbst liebe, dann möchte ich auch Sport machen. Also nicht von wegen, ja, jetzt fühle ich mich unwohl und dann nehme ich es halt an und mache ich keinen Sport, sondern weil ich mich selbst liebe, mache ich auch den Sport. Genauso sehe ich das auch. Also eigentlich können wir die Folge schon beenden. Nein, aber wir wollen ja ganz viele Tipps dazu geben zum Thema. Lass uns vielleicht erstmal ein bisschen eine Grundlage legen, denn wir werden jetzt sehr viel über das Thema Selbstliebe sprechen. Was ist das denn eigentlich? Man sagt ja auch oft Self-Love, also die englische Bezeichnung. Ist das eigentlich das gleiche wie Selbstfürsorge, also im Englischen Self-Care? Ist da ein Unterschied zwischen Selbstliebe, Selbstfürsorge? Was ist das eigentlich? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Kann ich schon mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Und zwar, um Selbstliebe zu verstehen, erkläre ich das eigentlich immer so. Als erstes hat man die Voraussetzung, wenn man sich selbst lieben möchte, muss man erstmal mit sich selbst in Kontakt sein. Also Selbstkontakt ist wirklich die Voraussetzung, dass man überhaupt Selbstliebe aufbauen kann. Und Selbstliebe an sich kann man dann in drei Teile unterteilen. Also Self-Care, also Selbstfürsorge, gehört auf jeden Fall dazu. Das ist ein Teil davon. Das heißt, ich kümmere mich um mich selbst. Ich kümmere mich um Körper, Geist und Seele. Das gehört da einfach zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Und dann ist der zweite Teil von Selbstliebe Selbstakzeptanz. Das heißt, ich akzeptiere mich voll und ganz mit allem, was ist. Das heißt, es ist auch okay, schlechte Gefühle zu haben, weil Selbstliebe, da sagen manche so, ja, ich muss mich den ganzen Tag lieben und ich darf nur in der Liebe sein, gute Gefühle haben. Das stimmt aber gar nicht, sondern negative Emotionen sind auch in Ordnung und auch gute wie schlechte Tage sind in Ordnung. Das heißt, alles darf akzeptiert werden, alles, was da ist. Und der dritte Teil von Selbstliebe, deswegen heißt es ja Selbstliebe, ist auch die Liebe. Das heißt, ich darf mich selbst lieben. Ich darf mir erlauben, diese Liebe auch zu spüren in meinem Leben. Das hat nämlich nichts mit Egoismus zu tun. Das wird auch meistens verwechselt. Ja, ich bin egoistisch, wenn ich mich selbst liebe. Aber das ist einfach, ja, es ist einfach wichtig. Es ist was anderes, als egoistisch zu sein, sich um sich selbst zu kümmern und sich auch selbst er zu erlauben, sich selbst zu lieben. Ja, so würde ich, also da erkläre ich es immer. Ja, Ja. sehr schöne Erklärung. Das macht das Ganze schon viel deutlicher. Du hast gerade Egoismus angesprochen. Also Egoismus stelle ich mir immer so vor, so nur ich und was um mich herum passiert, ist mir in dem Moment erstmal egal. Ja, also ich presche vor, ich gehe mit dem, was ich erreichen möchte, voran, ohne über, also, und ich gehe auch über Leichen, wenn das sein muss, so in etwa. Ja. Und Selbstliebe heißt dann eher so, ich kümmere mich um mich selbst, ich nehme mich wichtig, aber ich habe auch im Blick, was andere brauchen. Aber ich bin die Person, die ich ans oberste Ende meiner Prioritätenliste setze. Habe ich das so Ja. für mich richtig eingeordnet?
Ja, ganz genau. Meistens ist es nämlich auch so, also wenn wir quasi gesunde Grenzen setzen, in dem Fall, dann ja, nehmen wir uns selbst wichtig, kümmern uns um uns selbst und dann können wir uns auch besser um andere kümmern. Also das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Wenn es mir gut geht, dann kann ich mich auch darum kümmern, dass es anderen in meinem Umfeld gut geht. Das heißt, ich stehe an oberster Stelle, aber andere Menschen vergesse ich natürlich in dem Moment nicht. Was ja eigentlich auch genau das ist, was die Fluggesellschaften uns immer sagen, ne? Setzen Sie als allererstes Ihre eigene Maske auf und dann kümmern Sie sich um andere. Weil wenn du ohne Sauerstoff zu Boden fällst, kannst du auch niemand anders helfen. Ja? Macht Ja, eigentlich ja auch Sinn. ganz genau. Das Beispiel nenne ich auch öfter, weil es einfach so schön zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns als erstes um uns selbst kümmern. Ja. Wenn wir jetzt mal wieder zum Sport zurückgehen, also jetzt haben wir ja diese Foundation gelegt, also was eigentlich Selbstliebe, Selbstakzeptanz, was das alles so im Groben bedeutet. Wie hängt das denn jetzt alles mit Sport zusammen? Denn Sport ist ja was, was viele Leute sich gerne vornehmen und dann aber auch eine Zeit lang durchhalten und dann wieder aufhören. Woran fehlt es den Leuten vielleicht, wenn wir jetzt in Bezug auf Selbstliebe daran gehen? Ja, also ich würde als erstes mal sagen, Sport wird oft so als Zwang gesehen, so ich muss das jetzt machen, und ich fühle mich nicht wohl dabei, dass ich das mache. Vielleicht habe ich auch noch nicht die Sportart gefunden, die mir wirklich Spaß macht. Deswegen finde ich es da sehr wichtig, in die Selbstliebe zu gehen und wirklich in sich selbst reinzuhören. Also auch zu schauen, was macht mir denn überhaupt Spaß im Sport? Also möchte ich jetzt Kraftsport Hardcore machen oder möchte ich nicht lieber wandern gehen oder spazieren gehen? Was ist das Richtige für mich? Und das dann nicht mehr so zu sehen, ich muss das jetzt machen, sondern ich möchte das machen. Weil ich sage das auch immer wieder bei der Selbstliebe, je bewusster man über sich selbst wird, desto mehr hört man auch seinen Körper. Und der Körper sagt eigentlich schon immer ganz genau, was er gerade braucht. Und da gehört Bewegung einfach dazu. Bewegung, ja, der Körper, der ist dazu da, um bewegt zu werden, ist, dass wir uns hier auf der Welt fortbewegen können. Und ja, da können wir auf unseren Körper hören. Was tut uns denn gut? Tut uns gerade gut zu schwimmen oder wollen wir gerade einfach nur laufen? Oder brauchen wir vielleicht auch was ganz anderes? Brauchen wir erstmal Schlaf, um uns überhaupt bewegen zu können? Ja. Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass wir mehr auf den Körper hören sollen. Genau das predige ich eigentlich auch immer, weil ich es seit Jahren praktiziere. Anders würde ich gar nicht hier sitzen können, wenn ich nicht auf mich achte. Und ich denke, das ist das, was vielen Leuten so schwer fällt. Also man hat vielleicht so ein vorgefertigtes Bild vor Augen, was man sportlich machen sollte, weil es einem die Gesellschaft oder das Umfeld so vorlebt. Ja, also vielleicht hat man einen sehr sportlichen Partner, der sagt, Mensch, komm, geh doch auch mal mit mir laufen. Ich gehe jede Woche dreimal eine Stunde laufen. Du kannst es doch auch, ja? Oder man hat vielleicht Ja. eine sehr sportliche Kollegin, die irgendwie, was weiß ich, jede Woche dreimal zum Yoga rennt. Aber das ist halt auch eine Breze und ich bin halt vielleicht keine Breze. Ich bin halt eher so ein Stein, ja? Also wenn ich jetzt versuche, mit meinem Partner laufen zu gehen oder mit der Kollegin zum Yoga, dann fühle ich mich danach vielleicht schlecht, weil es mir keinen Spaß macht, vielleicht wenn mein Körper nichts ist. Mir tut alles weh danach. Wenn ich aber, wie du gesagt hast, was machen würde, was mir richtig gut liegt, wenn ich das dann rausgefunden habe, dann bleibe ich auch dabei, dann habe ich auch Spaß dabei. Ja, genau. Und da geht es wieder dann um die Selbstakzeptanz. Also ich akzeptiere, dass es jetzt gerade ja nicht mein Ding ist, Kraftsport zu machen oder eine Stunde joggen zu gehen, sondern das tut mir nicht gut und ich finde für mich selbst raus, was mir jetzt gut tut. Und da ist eben diese Bewusstheit über den eigenen Körper da auch wieder wichtig, da wirklich zu schauen. Was tut mir denn überhaupt gut? Und auch neue Erfahrungen zu sammeln, mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht habe ich noch nie Yoga gemacht und weiß gar nicht, wie das für mich ist. Und ja, durch sowas kann man dann rausfinden, ja, vielleicht tut mir das echt total gut. Also ich stelle immer fest, dass mit der Selbstakzeptanz ist für manche Leute ein bisschen schwierig. Also vor allen Dingen für Leute, die vielleicht in früheren Jahren sehr sportlich waren, die vielleicht
Basketball gespielt haben auf einem hohen Niveau oder die einfach super gut im Laufen waren. Also die da eine gewisse Leidenschaft und auch ein Händchen dafür hatten. Und dann hatten die vielleicht irgendwie, was weiß ich, entweder einen Unfall oder eine Verletzung oder zwei Kinder und plötzlich geht es halt irgendwie nicht mehr so. Ja? Also jemand, der 45 ist und mit 20 super im Basketball war, zwei Knieoperationen, zwei Kinder hinter sich hat, seit Jahren nichts gemacht hat. Vielleicht ist Basketball nicht so der richtige Weg. Und dann habe ich immer so das Gefühl, die Leute, ja, machen lieber gar nichts, als dass sie was Neues ausprobieren und sagen sich lieber eher, naja, ich kann ja mein Basketball nicht mehr spielen. Also mache ich weiß es nicht, was ich machen soll. Was kann ich denn in der Situation vielleicht machen, um zu akzeptieren, dass meine Vergangenheit hinter mir liegt? Und ich aber jetzt irgendwie so nach vorne schauen muss und irgendwas anderes geht ja immer in Sachen Bewegung. Ja, ich würde einfach, also ich würde quasi hinterfragen, was geht denn im Kopf dann vor in dem Moment? Also, wie du gesagt hast, sind es dann so Gedanken, so, ja, ich kann mein Basketball ja nicht mehr machen, deswegen mache ich jetzt gar nichts. Und da auch quasi sich selbst zu hinterfragen. Also, was verpasse ich denn dadurch, dass ich jetzt gar nichts mache? Was gibt es noch für Möglichkeiten, einfach Fragen zu stellen und auch diesen Gedankengang wirklich zu hinterfragen, weil solche Erfahrungen, durch solche Erfahrungen sind wir öfters mal wirklich festgefahren. Das ist dann wie so eine Blockade. Also das mache ich auch in meinem Coaching, so Blockaden wirklich aufzulösen, um da rauszukommen, weil manchmal steckt das wirklich tief drin. Es kann sein, es war total schmerzhaft, dass man das aufgeben musste, das Basketball. Und dann kommen die Menschen dann nicht mehr alleine raus und dann muss man auch mal durch die Emotionen durchgehen. Was habe ich denn gespürt? Das war mega schmerzhaft, dass ich das habe loslassen müssen, obwohl ich es gar nicht wollte. Das heißt, die Emotionen dann auch aufzulösen, das mal sich nochmal genauer anzugucken und nicht dann wegzudrücken, weil viele verdrängen das ja dann auch gerne. So, ja, das war halt die Vergangenheit, ich will jetzt gar nichts mehr damit zu tun haben, ich will jetzt auch gar nichts mehr mit Sport zu tun haben. Es hat mich verletzt, sondern da bewusst reinzuschauen, hey, irgendwie, mein Körper, der braucht Bewegung, ich möchte auch wieder was tun. Und dann schaue ich mir das eben nochmal bewusst an, die Situation, um da rauszukommen und um auch wieder nach vorne schauen zu können, um weitergehen zu können. Und also meistens ist es dann eine emotionale Sache und eine Glaubenssatzsache, wo die Menschen dann drin feststecken. Also ich habe es auch schon immer wieder erfahren, es sind dann irgendwelche Glaubenssätze wie ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug dazu. Solche Sachen oder ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht liebenswert. Das sind so ganz, ganz typische Glaubenssätze, die dann da hochkommen. Und da darf man wirklich hinschauen und das hinterfragen. Woran liegt das und wie kann ich das verändern? Also um dann mal wirklich in die Tiefe zu gehen, nicht nur oberflächlich zu sagen, ja, das kann ich jetzt nicht, das ist halt so. Sondern es geht eigentlich schon, aber woran liegt es, dass ich gerade nicht weiterkomme? Ja, Ja. sehr, sehr wichtiger Prozess auch, würde ich sagen. Ja. Und du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören. Das spiegelt sich ja auch in dem wider, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ich muss quasi meinen Kopf, meinen Geist auch mitnehmen, ja, wenn ich was Neues beginne oder wenn ich was ändern möchte. Also kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen umreißen, wie da Körper, Geist, Seele irgendwie zusammenarbeiten sollen, wenn wir jetzt beim Thema Fitness oder Sport bleiben? Also sagen wir zum Beispiel mal so, also es kann immer sein, dass eine der Komponenten nicht mitspielt und dann funktioniert es nicht. Und das kann zum Beispiel sein, der Kopf sagt, ich möchte jetzt Sport machen, ich möchte da rausgehen und ich möchte was tun. Und der Körper ist aber nicht bereit dazu. Der Körper ist vielleicht gerade krank und kann gerade gar nicht das, was ich in mir im Geist vorstelle. Also ist gar nicht möglich, das zu machen. Dann sind die drei nicht im Einklang, dann funktioniert es nicht. Da an der Stelle geht es halt nicht wegen dem Körper zum Beispiel. Oder der Körper sagt ganz klar, hey, ich brauche Bewegung, ich möchte mich bewegen, ich habe vielleicht so eine Energie in mir, aber der Kopf sagt, ich habe jetzt gar keinen Bock drauf, ich möchte das nicht, gar keine Lust. Dann geht es natürlich auch nicht, dann steht der Geist quasi im Weg. Und es kann natürlich auch sein, der Körper und der Geist sind bereit, also Körper ist gesund, kann Sport machen. Der Geist sagt, ja, ich möchte Sport machen. Und
Die Seele sagt aber gerade was ganz anderes. Ich brauche was ganz anderes. Also der Geist sagt zum Beispiel, ich habe mich jetzt entschieden, hardcore irgendwie Kraftsport zu machen. Und der Geist sagt aber, das ist nicht dein Weg. Du möchtest draußen sein an der frischen Luft, du möchtest in der Natur sein, du möchtest weite Wege gehen, vielleicht wandern gehen. Dann passt es auch nicht überein. Deswegen müssen die drei im Einklang miteinander sein, damit überhaupt was funktioniert. Weil sonst gibt es da irgendwie so Reibereien und es funktioniert dann zumindest langfristig nicht. Und wie mache ich das dann, wenn ich so ganz pragmatisch jetzt mal frage? Also wir haben jetzt festgestellt, die drei Körper, Geist und Seele müssen auf der gleichen Wellenlänge sein. Aber wenn ich da noch gar nicht bin, wie komme ich denn da hin? Ja. Das geht wirklich über, ich würde sagen, über zwei Punkte. Als erstes die Bewusstwerdung. Ich sage es immer wieder, das ist so ein wichtiges Thema. Werd dir darüber bewusst, über deinen Körper. Also zum Beispiel spür regelmäßig in dich hinein. Wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Um sich über die Ebene des Körpers bewusst zu werden und dann sich auch selbst zu beobachten, welche Gedanken habe ich denn gerade? Was denke ich über mich und über die Welt, über Sport? Was sind meine Gedanken dazu? Was sind meine Erfahrungen dazu, die ich gemacht habe? Einfach um zu wissen, was ist denn eigentlich da, um so einen Ist-Stand zu haben, um dann auch quasi was verändern zu können, was tun zu können. Und dann der zweite Punkt ist einfach neue Sachen auszuprobieren. Weil es gibt so viele Möglichkeiten da draußen und es gibt so viele Möglichkeiten, Sport zu machen. Also ich kann nur von mir selber sagen, ich habe zum Beispiel, war ich letztens auch mal im Fitnessstudio und da gab es sowas wie Kangaroo Jump. Ich habe das noch nie gehört. Da kriegt man solche Schuhe und dann kann man hüpfen wie so ein Känguru. Und ich fand es so cool, es hat mir so Spaß gemacht. Aber ich wusste das natürlich nicht, weil ich es vorher noch nie gemacht habe. Und ja, da geht es dann einfach darum, Sachen auszuprobieren und dann danach wieder zu reflektieren, in sich reinzuschauen, wie hat sich das angefühlt, hat das Spaß gemacht, ist das was für mich? Also quasi immer wieder in sich reinzuhören, Neues auszuprobieren und dann zurückzugucken. Hat mir es gut getan oder ja, wie geht es mir damit? Ja. Ja. Ja, es ist sehr, sehr spannend, was du da gesagt hast. Lass uns nochmal beim Thema Selbstakzeptanz bleiben. Also, was ich immer wieder auch bei meinen Kunden bemerke, ist, dass das Thema Selbstakzeptanz ein sehr, ich sage jetzt mal, schwieriges ist. Also, gerade vielleicht für Leute, die vom Körperlichen her nicht so sind, wie sie gerne sein würden. Also, zum Beispiel, wenn man etwas fülliger ist oder wenn man gesundheitliche Probleme hat, die einen vielleicht an bestimmten Dingen hindern, die man eigentlich gerne machen möchte. Aber vor allen Dingen so die Leute, die jetzt so immer wieder dieses Thema abnehmen, angehen, ja, und haben das immer so im Kopf, ich darf nicht dieses, ich darf nicht jenes essen, ich sollte fünfmal die Woche Sport machen, ich soll mich da pushen, weil sonst bringt es eh nichts, dass ich abnehme. Da sind wir so ein bisschen wieder bei dieser Eingangsthese, die ich da gesagt habe. Also entweder du machst Sport und schaust aus wie ein Supermodel und du isst nur Karottensticks, oder dir bleibt nur übrig, dass du dich selbst liebst und so akzeptierst, wie du isst, wie du bist. Was geben wir denn den Leuten mit auf den Weg? Also meine persönliches, wie ich immer an die Sache rangehe, ist, akzeptiere dich zwar so, wie du bist, aber gib nicht auf, such trotzdem nach Lösungen, aber versuche mit dir selbst so ins Reine zu kommen, dass du dir nicht ständig immer gedanklich diese schlechten Glaubenssätze vorsagst, die du vorhin auch schon gesagt hast, ja, ich schaffe das eh nicht, ja, ich bin einfach so fett, ich schaffe das nie so fit zu sein wie Supermodel XY. Wenn du mal gerade speziell bei den Abnehmleuten bleibst, was können wir den Leuten für Tipps geben? Also als erstes mal dieses sollte und müsste und Erwartungen, das entsteht ja alles in uns selbst. Also wir wurden irgendwie geprägt von außen. Also wir haben gesehen in irgendwelchen Modemagazinen, die sehen alle so super schlank aus. Ich muss auch so aussehen. Das ist das Ideal. Das sind solche Idealbilder, die uns dann prägen. Oder wir sehen irgendwie Menschen in unserem Umfeld, die eben total schlank sind. Wir sagen, wir müssen genauso sein wie die. Und das, ja, das entsteht alles in uns selbst, wo wir dann sagen, ich muss auch so sein. Ich muss auch so sein wie diese anderen Menschen. Aber wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle anders. Wir sind alle
Wir haben unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Voraussetzungen. Und da wieder zurückzukommen zu sich selbst, also sich nicht so sehr mit anderen zu vergleichen. Ich weiß, es kann schwer sein, weil wir immer wieder das sehen. Aber wirklich mal zu sich selbst zurückzukommen. Und vor allem dieses, ich muss abnehmen, das mal zu hinterfragen. Kommt es wirklich aus dir selbst oder nicht? Also ist es wirklich was, was du selbst möchtest? Ich möchte wirklich abnehmen. Oder ist es was, wo du sagst, ja, das hat jemand mal zu mir gesagt, ich muss anders aussehen. Aber du fühlst dich vielleicht eigentlich ganz wohl mit den 5 Kilo mehr. Und nur weil jemand anders das gesagt hat, denkst du so, ja, ich muss jetzt anders sein. Also da wirklich nochmal zu hinterfragen, woher kommt die Motivation? Ich muss jetzt abnehmen, ich muss so und so aussehen. Woher kommt es eigentlich? Und als zweites, was ich auch immer noch sehr, sehr hilfreich finde, ist wirklich zu schauen oder auch wahrzunehmen, dass der Körper uns immer unterstützt. Also der Körper, der arbeitet ja für uns. Der wird nie etwas tun, was gegen uns ist. Der ist nie böse. Und gerade wenn wir bei dem Abnehmen sind, dann kann es sein, dass der Körper uns zeigt, wir sind extrem gestresst. Und deswegen, weil der Körper dann quasi in so eine Überlebenssituation reinkommt, weil er denkt, hey, ich habe so viel Stress und es ist gefährlich da draußen, deswegen muss ich mir Reserven ansammeln. Deswegen kann das auch ein Zeichen vom Körper sein, so hey, du brauchst vielleicht mal eine Pause. Du musst vielleicht mal irgendwas hinterfragen im Leben, irgendwie zur Ruhe kommen, was anders machen. Aber der Körper, der meint es nie böse mit uns, der meint es immer gut mit uns. Also da wirklich mal auch das so wieder zu sehen, hey, der Körper, der mag mich total, der passt auf mich auf, der zieht die Handbremse, wenn was zu viel ist. Dann Ja. sind wir ja eigentlich wieder, wenn ich das so interpretiere, beim Thema Selbstfürsorge, ne? Also was du gerade gesagt hast. Also das heißt, wenn ich mehr Pausen machen sollte, auch mehr auf meinen Körper hören sollte, dann geht es ja wieder zurück für, ich muss besser, oder jetzt habe ich auch das Wort muss gesagt, will ich eigentlich gar nicht sagen. Ich Ja. sorge besser für mich, weil mir mein Körper einfach wichtig ist. Was kann ich Genau. denn tun, um besser für mich zu sorgen? Heißt das so viel wie, ich lasse mir jede Woche eine Massage geben oder ich esse nur noch gesund oder ich mache dreimal die Woche Sport oder steckt da was ganz anderes dahinter? Das ist bei jedem Menschen anders. Also ich habe das durch meine Coachings gelernt. Jeder Mensch ist anders und für jeden Menschen bedeutet Selbstfürsorge was anderes. Allein zum Beispiel, ich nehme das immer wieder gerne als Beispiel, weil ich das so faszinierend fand, wie man zur Ruhe kommen kann. Also dieses Gefühl der inneren Gelassenheit zu finden, habe ich mit mehreren Menschen gesprochen. Und vielen hilft es eben, Yoga zu machen oder zu meditieren, Achtsamkeitsübungen zu machen. Und dann hatte ich mal eine Frau im Gespräch und die sagte mir, also damit ich richtig zur Ruhe komme, muss ich schnell Auto fahren. Da bin ich voll gelassen, wenn ich schnell Auto fahre. Und ich dachte so, ja, jeder Mensch ist anders. Also jeder, ja, findet da seinen eigenen Weg, weil wir so unterschiedlich sind. Und da sage ich wieder einfach, hör in dich rein. Mach die Erfahrung, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Ich würde niemandem vorschreiben, hey, du musst jetzt eine Massage pro Woche machen. Du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, was nicht alles machen, um dich für dich selbst zu sorgen. Du musst täglich irgendwie baden oder keine Ahnung. Nee, also jeder findet da seinen eigenen Weg. Und ich denke ja vor allen Dingen auch, das sind eher Aktivitäten, die ich vorhin genannt hatte. Also das heißt, weil ich mich liebe, nehme ich mir Zeit, um ab und an mal eine Massage zu bekommen. Oder ich gebe dieses Geld aus, ja, weil ich mich liebe. Oder ich koche Ja. mir heute was Schönes, obwohl ich eigentlich keine Zeit dafür habe, weil ich meinen Körper liebe. Also ich denke, das sind eher so die, weiß ich nicht, die Aktivitäten, die ich dann im Endeffekt mache. Aber für mich bedeutet Selbstakzeptanz oder auch Selbstliebe noch eher so diese Haltung, die ich mir gegenüber habe, ja. Also wie ich mit mir rede, innerlich. Also nicht unbedingt äußerlich die ganze Zeit, sondern wir reden ja alle innerlich zigtausendmal schlechte Sachen über uns. Ja, und wenn ich da dran arbeite, dass ich besser mit mir
selbst umgehe, mit meinen Gedanken umgehe, dann äußert sich das ja in diesen ganzen Aktivitäten. Ja, ich nehme mir Zeit für dieses und jenes. Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Ich sage auch immer wieder, weil viele sagen, hey, ich möchte die Selbstliebe haben, ich möchte die erreichen. Sage ich, nee, das ist ein Weg. Das ist wirklich eine Entscheidung jeden Tag. Es, ich würde auch sagen, es ist wie so eine Art und Weise zu leben. Weil wir dann jeden Tag immer wieder in uns selbst reinhören und uns immer wieder für uns selbst entscheiden. Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Ja. Die Frage ist nur, wie ist es zum Beispiel bei Menschen, die jetzt mit dem Thema Selbstliebe erstmal nicht so viel anfangen können? Also wenn ich jetzt mal so vor Augen habe, und das kann jetzt vielleicht ein Stereotype sein, ich würde jetzt behaupten, dass Frauen eher empfänglich sind für das, was wir jetzt gerade besprechen, als Männer. Ich weiß nicht, ob das auch so deine Erfahrung ist. Aber wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte, dann komme ich mit denen bei so einem Thema eher auf einen grünen Zweig als in der Regel mit Männern. Also wenn ich zum Beispiel meinem eigenen Mann mit dem Thema Selbstliebe ankomme, dann ja, sagt er, brauche ich nicht, will ich nicht, ja. Höre ich mir keinen Podcast zu an, kann ich nichts mit anfangen. Ja? So ein gestandenes Mannsbild, ist das für sowas auch empfänglich? Oder beziehungsweise vielleicht, wie kriegt man die dazu, dass sie sich trotzdem selbst lieben? Also als erstes mal die Erfahrung habe ich auch gemacht. Frauen sind irgendwie dem Thema offener gegenüber als Männer. Vielleicht wollen manche das einfach noch gar nicht hören, sind vielleicht noch nicht bereit, sich das anzuhören, da in die Tiefe zu gehen. Das kann ja sein. Und da vielleicht immer wieder drüber zu sprechen oder was ich, wovon ich auch ein Fan bin, einfach ein Vorbild zu sein. So, hey, ich mache das jetzt und die andere Person sieht es dann, Mann, Partner, Freund, wie auch immer, Freunde. Die sehen dann, hey, also irgendwie strahlt die Lena, irgendwas macht sie anders. Was ist das? Und dann kommen sie vielleicht auch von alleine, so, hey, was machst du denn da eigentlich? Was ist Selbstliebe denn überhaupt? Was bedeutet das? Also, um da das als Vorbild zu zeigen und dann kommt es von alleine, anstatt das irgendjemand aufdrängen zu wollen, das geht ja gar nicht. Weil das muss schon aus einem selbst kommen, sonst geht es auch nicht. Ganz genau, bin ich absolut bei dir. Also ich denke immer, dass ja, selbst Vorbild sein ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Also wenn man sich etwas vornimmt, dass man das auch wirklich dann ja umsetzt und auch dran bleibt und sich auch die Zeit nimmt für bestimmte Dinge, auch wenn das Umfeld das vielleicht im ersten Moment nicht so gut findet, was man so macht, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt für den Sport, für gesund kochen oder sich mal eine Viertelstunde hinlegt zum Meditieren. Und wenn die lieben Mitmenschen dann sehen, wie man sich selbst verändert, dann sind sie vielleicht auch ja neugierig zu wissen, ja, was machst du denn eigentlich? Und ich glaube, da muss man auch gar nicht das Wort Selbstliebe oder so anwenden, sondern einfach ja durch Zeigen und Ergebnisse ist man eigentlich am besten bereit, andere Leute auch mitzureisen. Ja, absolut. Ja, stimme ich dir zu. Wie wichtig erachtest du denn das Wörtchen Nein, wenn es um das Thema Selbstliebe geht? Also ist das ein Wort, das ich mehr in meinen Sprachgebrauch einbauen sollte und auch mal Nein zu anderen Dingen sagen sollte? Also das Thema ist total wichtig bei der Selbstliebe, das Thema Grenzen setzen, für sich selbst einzustehen, weil es vielen eben sehr schwer fällt, Nein zu sagen. Sagen Ja zu allem Möglichen und meinen aber eigentlich Nee. Und da geht es dann auch wieder um Selbstkenntnis, also wirklich zu wissen, möchte ich das wirklich oder möchte ich das eigentlich nicht? Also, es ist sehr wichtig, immer mal wieder auch Nein zu sagen, sich wirklich bewusst vor Augen zu rufen, mache ich das gerade wirklich, weil ich das will oder nicht? Oder mache ich es nur, um anderen zu gefallen in dem Moment? Und da hole ich dann quasi mein Selbstwert auch her, meine Wertschätzung auch her. Oder mache ich es gerade wirklich, weil ich das will? Also Thema Grenzen setzen, ja. Super wichtiges Thema.
Weil gerade wenn wir Nein sagen, sagen wir auch in dem Moment meistens ein Ja zu uns selbst. Weil es kann ja auch sein, dass wir mega viele Einladungen bekommen fürs Wochenende, aber eigentlich wollten wir mal ein ruhigeres Wochenende haben, uns mal wirklich entspannen, mal einen Tag gar nichts machen. Dann ist es sehr wertvoll, zu den ganzen Einladungen mal Nein zu sagen. Weil wir erkannt haben, hey, ich brauche jetzt einen Tag komplett Ruhe. Und dann ist eben Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, unglaublich wertvoll. Ja, ich denke, das ist ein Prozess auch, den man lernen muss. Also Nein zu sagen fällt vor allen Dingen, ich denke mal, auch wieder uns Frauen etwas schwerer in der Regel als Männern. Denn ja, wir sind halt einfach doch so gepolt, dass wir das Wohl der anderen, der Mitmenschen, was die wohl denken könnten, in den Vordergrund rücken und dann öfters mal Ja sagen, obwohl du eigentlich eher Nein sagen wolltest. Ja, das stimmt absolut. Ja. Vielleicht jetzt so abschließend, so als letzte Frage an dich, Lena. Wenn uns jetzt jemand zugehört oder zugeschaut hat und sagt, ja, das hört sich alles gut an, ich würde jetzt gerne mal damit anfangen. Was sind denn so die ersten Baby Steps, die ich so machen könnte, um hier überhaupt mehr Selbstliebe, mehr Selbstakzeptanz, mehr Selbstfürsorge in mein Leben zu bringen? Ja, der erste Schritt ist immer Bewusstwerdung. Das heißt, wenn du anfangen möchtest, dich mehr selbst zu lieben, werd dir mal darüber bewusst, wer du bist, was du machst, was du denkst, was du fühlst und geh wirklich in die Tiefe rein. Du kannst Sachen ausprobieren, wie Meditation zum Beispiel, um dir ganz bewusst zu werden über deine Gedanken. Du kannst ausprobieren, dich einfach hinzusetzen und in deinen Körper zu fühlen. Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Was ist gerade da? Welche Emotionen sind da? Und quasi immer wieder zu beobachten, was geht eigentlich gerade in mir vor? Und dann auch zu schauen, wie gehe ich denn eigentlich um in bestimmten Situationen? Also kann ich zum Beispiel Nein sagen oder fällt mir das gerade schwer? Was ist mir wirklich wichtig? Also wirklich ganz, ganz viele Fragen zu stellen und dass du dir darüber bewusst wirst, was geht in mir vor? Was brauche ich auch zum Beispiel? Das ist eine Frage, die ich immer wieder sage. Wenn du dich selbst liebst, dann gibst du dir auch das, was du brauchst. Und das kann, also ist immer anders, immer unterschiedlich, sehr individuell auch wieder. Und frag dich selbst, was brauche ich gerade? Was ist mir gerade wichtig? Wie fühle ich mich? Also einfach diese Fragen zu stellen, um in das Bewusstsein zu kommen. Weil erst, wenn du dir über was bewusst bist, kannst du es verändern. Weil wenn du dir nicht darüber bewusst bist, dann ist es wie so ein blinder Fleck und den siehst du nicht und dann kannst du nichts dran verändern. Das ist so mein Tipp, um einzusteigen in das Thema. Sehr gut, sehr gut. Ja, erstmal die Basis legen für alles und dann kann man darauf aufbauen. Genau. Ja, Gut. ganz genau. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Lena, für deine wundervollen Tipps, die du mit uns geteilt hast. Wer mehr wissen möchte über dich, mit dir in Kontakt treten mag, vielleicht auch ein Coaching oder so mit dir machen möchte zum Thema Selbstliebe, wir verlinken deine Kontaktdaten unter dem Podcast, können die Leute sich gerne mit dir in Verbindung setzen. Und ich würde sagen, ja, danke schön einfach für deine Zeit und bis bald. Danke auch dir. Bis bald.